Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um ein echtes Herzensthema von uns Freien Wählern und einen sehr, sehr erfreulichen politischen Erfolg der letzten Tage geht, zu dem mir der Berthold aus Aschaffenburg geschrieben hat. Der Berthold schreibt mir, dass er dort in seiner Heimat Vereinsvorsitzender ist. Berthold, vielen Dank für dein Engagement, da können wir uns die Hand geben. Ich auch seit 8 Jahren in meiner Heimat. Und der Berthold hat wahrgenommen, dass es uns Freien Wählern gelungen ist, die GEMA-Gebühren für die Vereine abzuschaffen bzw. dafür zu sorgen, dass die in Zukunft der Freistaat übernimmt und die Vereine damit keinen Stress mehr haben. Und deshalb schreibt mir der Berthold jetzt, das scheint ja wirklich mal ein guter Vorstoß zu sein. Erklär doch mal, wie das jetzt laufen soll. Ja, Berthold, nachdem es ein Herzensthema von uns Freien Wählern war, erkläre ich gerade das natürlich sehr, sehr gerne. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, gerade das Vereinsleben, das ehrenamtliche Engagement von so vielen Menschen bei uns im Freistaat, das ist dafür verantwortlich, gewissermaßen als DNA unserer Heimat, dass wir so eine besondere, so eine hohe Lebensqualität in Bayern haben. Und deshalb ist es uns wichtig als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, dass wir dieses Ehrenamt, dass wir das Vereinsengagement in Bayern, um das uns so viele auf der Welt beneiden, nicht nur in Sonntagsreden erwähnen im Sinne eines Dankes dafür, sondern dass wir diese ehrenamtliche Leistung der Menschen in unserer Heimat auch ganz konkret politisch unterstützen. Und unsere Wahrnehmung ist immer gewesen, dass eines der Hauptprobleme in der Vereinsarbeit, wenn es darum geht, beispielsweise wieder neue Vorsitzende für Vereine zu gewinnen und so weiter, dass eines der Hauptprobleme darin besteht, dass wir auch die Vereine, wie so viele Branchen in unserer Gesellschaft, mit immer mehr und mehr Bürokratie beschäftigen, sodass am Ende des Tages diejenigen, die dann die Vereinsmeier sind in Bayern, nur noch wenig Zeit für das haben, was sie eigentlich tun wollen, wofür sie sich einsetzen wollen, nämlich für ihre Vereine da zu sein, für die Menschen, die dort engagiert sind, da zu sein und stattdessen beschäftigt sind mit Bürokratie, mit Dokumentation, mit dem Ausfüllen von irgendwelchen Formularen und dem Ausschließen von irgendwelchen Haftungen. Und deshalb haben wir ganz konkret angesetzt bei der GEMA-Gebühr, denn das ist ja ein besonders leidiges Thema. Ich weiß das aus meiner eigenen Vereinsvorsitzenden-Erfahrung. Man macht sich die Mühe, ein kleines Vereinsfestchen zu organisieren irgendwo in Bayern. Man trommelt die Menschen einer Region zusammen und das Erste, was man zum Dank für dieses Engagement tun muss, ist zunächst einmal Formulare für die GEMA ausfüllen, wenn dort irgendwo eine Musik spielen soll, um die Menschen zusammenzubringen und dann auch noch Geld abdrücken für die GEMA-Gebühren. Und das, lieber Berthold, das hat in Bayern jetzt ein Ende. Bayerische Vereine müssen das anders als überall anders in Deutschland in Zukunft nicht mehr machen. Deshalb, weil wir uns entschlossen haben, als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU einen Rahmenvertrag zwischen Freistaat und GEMA zu schließen, sozusagen stellvertretend für alle unsere Ehrenamtler und Vereine in Bayern, dann übernimmt der Freistaat diese leidige Aufgabe über den Rahmenvertrag und dann übernimmt der Freistaat auch diese Kosten für die GEMA-Gebühren. Und die Menschen in den Vereinen, die können sich auf das konzentrieren, worum es eigentlich geht, die Menschen zusammenzubringen und gute, schöne Vereinsfeste jetzt nach dieser leidigen Corona-Zeit auf die Beine stellen. Ist genügend Organisationsaufwand, da braucht es nicht auch noch Formulare und Zusatzkosten. Deshalb übernimmt die in Zukunft der Freistaat. Davon werden allein in diesem Jahr schon bis zu 47.000 Veranstaltungen unserer bayerischen Vereine profitieren können. Und die Vereine, die entlasten wir nicht nur von der Bürokratie, sondern die entlasten wir auch von den Kosten für die GEMA. Die 1,4 Millionen, die dort anfallen, Jahr für Jahr, die übernimmt in Zukunft der Freistaat für seine Vereine in allen Regionen Bayerns. Das ist das, lieber Berthold, was wir auf den Weg gebracht haben. Also ganz konkrete Entlastung von Bürokratie, vom Formulare ausfüllen für diejenigen, die im Ehrenamt unsere Vereine führen, aber auch ganz konkrete finanzielle Entlastung von diesen GEMA-Gebühren. Und das Gute an dieser Nachricht ist, wir wollen das ganz, ganz schnell machen. Wir wollen das so machen, dass es schon diesen Sommer gilt. Das ist also nicht irgendein nebulöses Wahlversprechen unserer Bayern-Koalition, sondern wir wollen schon diesen Sommer, schon vor den Wahlen liefern, was das anbelangt. Ganz einfach, weil wir das Gefühl haben, dass gerade nach dieser Corona-Zeit,
in der sich die Pandemie wie Mehltau auch übers Vereinsleben gelegt hat, jetzt so eine Art Restart nötig ist. Wir glauben, dass es jetzt besonders wichtig ist, die Vereine, die Menschen wieder zusammenzubringen in den Vereinen. Und deshalb wollen wir diese Erleichterung schon in diesem Jahr konkret auf den Weg bringen. Wir verhandeln gerade noch mit der GEMA über die Details des Rahmenvertrags. Ist aber schon klar, es werden alle Veranstaltungen umgriffen sein, bei denen keine Eintrittsgelder verlangt werden. Klar, wir wollen ja nicht Kommerz, sondern Vereinsleben unterstützen. Weitere Details verhandeln wir gerade mit der GEMA und dann soll es aber diesen Sommer damit schon losgehen. Also klare Ansage unserer Bayern-Koalition, Berthold, wir reden nicht nur in Sonntagsreden wohlfeil übers Ehrenamt daher, sondern wir tun ganz konkret in Bayern, und das gibt es nur in Bayern, auch was für diejenigen, die den Karren ziehen im Ehrenamt, für unsere Vereine und für die Menschen, die sich darin ehrenamtlich engagieren. Also wirklich ein toller Erfolg für uns Freie Wähler, den unsere Ehrenamtsbeauftragte, die Eva Gottstein, die ja für die Staatsregierung, für das Ehrenamt spricht, aus der Mitte unserer Fraktion heraus auf den Weg gebracht hat. Ehrenamt, da kommen wir Freien Wähler her, vorpolitischer Raum. Deshalb ist das ein Herzensthema für uns. Und umso mehr freut es uns, dass wir genau das jetzt auf den Weg bringen und da konkret liefern konnten. So viel, lieber Berthold, zu deiner Frage auch stellvertretend an die Adresse aller Kolleginnen und Kollegen in den vielzähligen Vereinsvorständen in ganz Bayern. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es wie immer, posten entweder unten in den Kommentaren oder ihr schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus dem Bayerischen Landtag melde und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.